Das ist wirklich nicht notwendig. Ich bin verflucht dicht dran. Und bestimmt wäre es ein großer Fehler, jetzt Unruhe hineinzubringen. Unsere Anweisung lautet, mitzuhelfen, um den Fall abzuschließen, damit wir nicht alle zu einer Trauerfeier müssen. Nein, hören Sie. Es gibt niemanden, den ich mehr respektiere als Sie. Und das wissen Sie auch. Ach ja? Na gut, ich... Ich weiß, meistens zeige ich nicht meine wahren Gefühle für meine Mitarbeiter. Was wollen Sie uns sagen, Catlett? Für mich ist das Viper-Team eine eher aktionsorientierte Einheit. Diese Ermittlung erfordert dagegen mehr Kopfarbeit. Kopfarbeit? Sie haben es erfasst. Ein Fall für einen Denker von meiner Kragenweite. Glauben Sie mir, ich tue Ihnen nur einen Gefallen. Wow. Was denn? Ich hätte nicht gedacht, dass das Wort Gefallen zu Ihrem Vokabular gehört. Tut's auch nicht, es sei denn, er bittet um einen. Erzählen Sie uns keine Opern. Leach hat uns gebeten, Ihnen zu helfen, den Fall aufzuklären. Ich brauche keine Hilfe. Drei Ihrer Leute wurden in den vergangenen 7 Monaten ermordet. Sie sind auf unsere Hilfe angewiesen. Ja, hier ist Catlett. Warten Sie. Ja, was ist los? Warten Sie. Was? Warten Sie. Pearl! Ja, Mr. Catlett? Helfen Sie mir mal bitte hier. Wer immer es auch ist, ich rufe bald zurück. Ja, ich bin wieder dran. Ich... Nein, bin ich nicht. Ja, um was geht es bitte? Ja, das kann ich tun. Okay. Ja, er ruft bestimmt zurück. Ah, das war ein Mr. Jackson. Legen Sie mir einfach eine Notiz auf den Schreibtisch. Ich muss weg. Catlett? Leach hat ausdrücklich gesagt... Mit Leach rede ich schon noch. Pearl? Kauen Sie Kaugummi? Ich versuche mir das Rauchen abzugewöhnen. Gewöhnen Sie es sich in Ihrer Freizeit ab. Oh. Passen Sie doch auf, wo Sie hingehen. Würden Sie uns vielleicht sagen, wo Sie hinwollen? Nein, das habe ich nicht vor. Sie brauchen Unterstützung. Denken Sie, ich wüsste nicht, was Sie hier abziehen wollen? Ach, Catlett, was soll denn das? Na toll. Ich laufe mir die Hacken wund, dann tauchen Sie am Ende wieder auf und die Anerkennung gehört allein Ihnen. Ich denke, es geht allein darum, wer Ihre Leute ermordet hat. Sie sagen es, meine Leute, und das ist mein Fall und ich löse ihn. Und Sie tragen auch die Konsequenzen, wenn nicht. Das ist ein berechtigter Einwand. Schön, dass Sie in dieser Sache jetzt wieder klar sehen. Ich sag Ihnen was, wir besprechen den Fall morgen früh. In allen Einzelheiten. Seien Sie doch bitte nicht so stur. Gehen Sie nach Hause und ruhen Sie sich aus, wir haben noch viel zu tun. Patrouilliert durch die Straßen im Einsatz für die Gerechtigkeit. Seine Herkunft ist geheim. Seine Technologie ist aus dem 21. Jahrhundert. Seine Existenz wird offiziell geleugnet. Doch seine Präsenz ist unübersehbar. Die perfekte Waffe in einer unsicheren Zukunft. Viper. Ja gut, manchmal verliert jemand in Soaps sein Gedächtnis. Aber wer denkt schon, dass es mal jemanden trifft, den man kennt? Wie bitte? Du siehst dir Soaps an? Nein, ich lese nur die Inhaltsangaben in der Zeitung. Wusstest du übrigens, dass Catlett auf dem College ein kleiner, hüpfender Cheerleader war? Oh Mann. Ich frage mich, ob er noch seine Uniform hat. Und das ganze Zeug hier soll ihm helfen, sich wieder an alles zu erinnern? Naja, der Arzt meint, wenn er Leute um sich hat, die er kennt und alte Fotos sieht, hilft das möglicherweise seinem Erinnerungsvermögen auf die Sprünge. Wie geht's ihm? Ich hab ihn dabei. Was, du hast ihn... Oh, mein lieber Bruder.
Ich kann gar nicht glauben, dass du tatsächlich hier bist. Ja, ich auch nicht. Das tut ja so gut, dich zu sehen. Oh ja. Er denkt, er wäre mit mir verheiratet. Ach was. Mhm. Nicht küssen, ja? An sie erinnere ich mich überhaupt nicht. Warum ist er schon aus dem Krankenhaus entlassen worden? Er ließ sich nicht mehr zurückhalten. Vielleicht haben die sich auch geweigert, ihn bei sich zu behalten. Es ist so schön, wieder zu Hause zu sein. Was, Schätzchen? Sherm, wir sind nicht verheiratet. Ach ja, richtig. Sie sind so schön, Cameron. Fühlt euch wie zu Hause, Freunde. Das ist nicht Ihr Zuhause. Sie sind hier nicht zu Hause. Das ist Thomas Coles Wohnung. Und ich bin nicht Ihr Bruder. Sind Sie sicher? Aber ja. Aha. Wie schade. Ah, es ist ein toller Sessel. Danke. Hören Sie, Kaplan, oh, nein, bitte nennen Sie mich doch Sherm. Wie alle anderen auch. Wie welche anderen, bitte sehr? Na, die aus dem Krankenhaus. Na gut, Sherm. Sie bleiben bei mir, bis Sie wieder auf den Beinen sind. Tom, Sie sind doch Tom, oder? Ja. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Ich bin ja so froh, dass Menschen wie Sie meine Freunde sind und mir helfen, wieder der zu werden, der ich früher war. Na, so schlimm muss es ja nicht gleich kommen. Tja, jedenfalls kümmern wir uns jetzt um Sie. Und ich hoffe, dass Sie Ihre Amnesie bald überstanden haben und wieder gesund werden. Ich habe schrecklichen Durst. Sonst jemand? Liebling, willst du eine Limonade oder was anderes? Sherm. Hm? Wir sind nicht verheiratet. Richtig. Sagen Sie mal, was ich Sie fragen wollte. Sie erinnern sich an gar nichts mehr? Ich weiß nicht, woran ich mich erinnere. Ich erinnere mich nicht mal, was ich vergessen habe. Das ist ja ein Ding. Haben Sie je von dem Fall des Handelsreisenden gehört? Nach Aussage des Arztes können Amnesieopfer auch immer wieder kurzzeitige Gedächtnisverluste erleiden. Ich sag's ja ungern, aber so gefällt er mir viel besser. Ja, sie war im Unterort. Warst du mit ihm in seinem Büro? Ja, aber wir haben ein Problem. Die Fallen Eagle-Akte, die Catlett eingeschlossen hatte, ist weg. Er legt es Dieser also Fall riecht immer mehr nach einer FBI-internen Sache. Leach muss weiterhin glauben, dass wir den Fall im Griff haben. Sonst könnte er ihn an den Falschen abgeben. Haben Catletts Computerdateien was ergeben? Ich kriege keinen Zugriff. Frankie muss erst das Passwort herausfinden. Dann geht der Handlungsreisende auf den Farmer zu und sagt, Augenblick mal, das war Ihre Frau? Ich dachte, sie wäre Ihre Tochter. Schatz, der ist echt klasse. Ich bin nicht Schatz und wir sind nicht verheiratet. Wir sind geschieden? Lindley, Porter, Fernandez. Sie kannten sie alle. Zwischen den Morden gibt es keinen Zusammenhang, außer der Tatsache, dass sie ungeklärt sind. Glauben Sie, Catlett war das jüngste Opfer? Er ermittelte in Zusammenarbeit mit Coles Team. Was können Sie dazu sagen? Wir haben Ihre Anweisung gestern erst sehr spät erhalten. Deshalb wollten wir uns heute Morgen mit Catlett zu einer Besprechung treffen. Sir, der Fallen Eagle-Fall braucht jetzt als erstes frisches Blut. Wenn Sie mir den Fall übertragen... Es wirft uns schon zurück, Sie nur auf den aktuellen Stand zu bringen. Ich würde auch dringend raten, dass Agent Catlett in die Ermittlung einbezogen bleibt. Aber wenn Catlett nicht mehr auf der Höhe ist... Wer sagt, dass er nicht mehr auf der Höhe ist? Zum Beispiel die Untersuchungsberichte der Ärzte. Betsy? Ja, hier, Sir. Hautabschürfung, Quetschung, Schleudertrauma, schwere Gehirnerschütterung. Der zuständige Arzt empfahl wenigstens eine Woche Bettruhe. Ich fürchte, wir haben keine Woche. Hören Sie, Catlett erholt sich bei mir zu Hause und arbeitet eng mit uns zusammen. Er kann es kaum erwarten, wieder an die Arbeit zu gehen. Wann meinen Sie, ist er wieder im Dienst? Schon in 2 Tagen. Gut. Ich möchte nicht noch einen von Ihnen auf dieser Tafel sehen. Was haben Sie getan? Ich mache einen Auflauf. Nein, mit meiner Wohnung. Oh, wenn Ihnen das gefällt, sollten Sie erstmal die Küche sehen. Catlett, Sie können doch nicht einfach damit anfangen, meine Möbel umzustellen, ohne... Wo ist mein Sessel?
Ich hab ihn weggegeben. Bitte, sagen Sie Sherm. Das war mein Lieblingssessel. Mag ja sein, aber er passte einfach nicht hier rein. Jetzt sieht Ihre Wohnung endlich so aus, dass man darin auch arbeiten kann. Ich will hier keine Arbeit erledigen, ich will mich hier wohlfühlen. Und das kann ich jetzt nicht mehr, weil der Sessel, in dem ich das am liebsten tue, weg ist. Sie sind wütend. Ich bin wütend. Es gefällt Ihnen nicht? Es ist scheußlich. Wir haben Ihnen diese Fotos gegeben, damit Sie sich wieder erinnern können. Und Sie dekorieren damit meine Wohnung. Ich wollte nur behilflich sein. Denken Sie, das ist einfach für mich? Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wer ich bin. Als ich im Krankenhaus aufwachte, dachte ich, ich hätte eine Frau, eine wunderschöne Frau und einen Bruder, einen wundervollen Bruder. Aber dann stelle ich nach und nach fest, dass nichts davon wahr ist. Aber dann sagten Sie netterweise, fühlen Sie sich wie zu Hause, Sherm, also... Also taten Sie es auch. Ehrlich, ich finde, es sieht so viel besser aus. Hören Sie. Ich weiß, Sie meinen es gut, Sherm. Allerdings. Holen Sie Ihre Jacke. Sie werfen mich raus? Nein, nein. Ich begleite Sie. Oh, gut. Und, was meinen Sie? Ich erinnere mich nicht an die Wohnung, aber ich weiß, es ist meine. Ich kann es mir auch nicht erklären. Das ist ein Anfang. Sehen Sie sich weiter um. Tom? Ja? Bin ich ein egoistischer Mensch? Ja, das ist gut. Ihre Erinnerungen kommen zurück. Sehen Sie sich weiter um. Frankie, ich bin mit Catlett in seiner Wohnung. Können wir die Daten aus seinem PC übertragen? Na klar, Augenblick. Tom! Meine Bowlingtasche! Ja, und? Amateurliga. 230 Durchschnitt, silberne Glitzerkugel, 15 Pfund. Ja! Bowling. Das ist gut, Sie spielen also Bowling. Ja! Mein Bowlinghemd hat Bananen drauf. Und... ich bin ein Bowling-Champion und ich hatte eine Bowling-Freundin und wir gehen immer bowlen. Ich gehe bowlen. Ich liebe Bowling. Das ist ein Durchbruch. Es ist ein Durchbruch, was? Ja, ja, es ist ein Durchbruch. Wie weit bist du mit dem Passwort? Ich habe alles versucht. Ich habe alles versucht, aber ich kriege Catlets neunstelliges Passwort nicht heraus. Was ist mit den Reifenspuren des Wagens, der ihn angefahren hat? Ganz gewöhnlich, dafür kommt eine halbe Million Autos in Frage. Das einzige Beweisstück, das gefunden wurde, ist dieses zusammengefaltete Folienpapier von einem Kaugummi. Das Labor konnte noch nichts damit anfangen. Ich bin der König des Strikes und ich esse eine Menge Zeug aus Automaten. Ich bin Bowlingspieler, ist das nicht aufregend? Das ist klasse, Jedenfalls Schaden. Weiß ich schon mal, dass ich ein Sportler bin. Konter! Ich bin getroffen! Hilfe, Cole! Ich bin verletzt! Ist ja gut, ist ja gut. Ganz ruhig, lassen Sie mal Blut? Sehen. Oh, es ist mein Blut. Oh, ist es schlimm? Sag mir die Wahrheit. Catlett, nehmen Sie die Hand weg! Nehmen Sie die Hand weg! Es ist nur ein Kratzer. Muss ich jetzt sterben? Nur, wenn ich Sie erschieße. Na los, stehen Sie auf. Ich weiß nur noch, dass Schüsse abgefeuert wurden und jemand wild drauf losgeballert hat. Mein Kumpel Tom, er hat mir das Leben gerettet. Sherm, so etwas gehört zu seinem Job. Tja, ich habe keine Wanzen gefunden. Was ist mit draußen? Die Wohnung wurde schalldicht isoliert, bevor ich eingezogen bin. Hi Cole, alles klar? Hallo Sherm. Hallo. Ich habe die Fallen Eagle-Datei in Sherms Computer gefunden. Du hast das Passwort rausbekommen? Ja, ich habe in einer anderen Datei ein paar Bowling-Ergebnisse gefunden. Und die letzten drei Spiele aneinandergereiht ergaben den neunstelligen Zugriffscode. Darf ich mal durch, meine Freunde? Also, Catlets Dateien zufolge wurden die drei Agents von denen umgebracht, die sie verfolgt haben. Also doch nichts Internes. Oh doch, allerdings. Catlett fand offenbar Beweise, dass jemand innerhalb des FBI den Tätern Informationen darüber zuspielte, was die späteren Opfer planten. Das heißt, sie wussten über jeden Schritt der drei Männer Bescheid. Und Catlett behielt das lieber für sich. So ist er eben.
unser Charme. Er muss wieder in sein Büro. Nur so bekommen wir raus, wer dahinter steckt. So, mein Auflauf ist fertig. Ich hoffe, er ist gelungen. Ich musste leider mit Toms sehr spärlichen Gewürzen auskommen. Salz und Pfeffer. Morgen. Guten Morgen. Morgen allerseits. Morgen. Gleich nochmal. Was war denn falsch? Sie haben gelächelt und gewunken. Sie lächeln und winken niemals. Niemals? Niemals. Sie lächeln wieder. Nein, das stimmt nicht. Sehen Sie in den Spiegel. Ach so, das. Das ist meine Ausstrahlung. Nein, das ist sie nicht. Das blöde Lächeln verrät sie sofort. Vergessen Sie es. Besser? Schon eher. Okay, noch eins. Was ist mit Händeschütteln, wenn ich ins Büro komme? Das tue ich doch wenigstens, oder? Nein. Kein Händeschütteln und auch kein Winken? Sie sind kein Politiker und auch nicht bei einer Parade. Okay, schön. Also, ich komme einfach ins Büro und sage, morgen, morgen. Schirm. Catlett würde das nie tun. Ich sage nicht mal guten Morgen. Nein, Sie gehen direkt in Ihr Büro. Das ist doch ein Witz, oder? Hören Sie, wenn die Leute glauben sollen, dass Sie derjenige sind, der Sie immer waren, müssen Sie sich auch so verhalten? Die einzige Schwierigkeit ist, Sie aus dem Fahrstuhl über den Korridor in Ihr Büro zu bringen. Das ist alles. Sie treten aus dem Fahrstuhl und sprechen mit niemandem. Aber wenn ich das tue, wirke ich wie ein kompletter Arsch. Ich war ein Arsch. Hören Sie, Sherm, Sie sind ein wirklich netter Kerl und das ist es, was wir an Ihnen mögen. Wirklich? Sie beide? Sie sind ja nicht die ganze Zeit so gewesen, aber wichtig ist, dass alle im Büro glauben, dass sich nichts geändert hat. Ja, verstehe. Ich hatte es vergessen, na klar. Wow, das öffnet einem wirklich die Augen. Gott sei Dank habe ich Freunde wie Sie. Sie sind doch meine Freunde, oder? Ja, natürlich, ja. Gute Freunde. Ja. Wo genau ist mein Büro? Hier geradeaus, dann gleich rechts. Sherman! Bill, guten Morgen. Wie geht es Ihnen? Ohne Sie ist es nicht mehr dasselbe hier im Büro. Ich habe Ihnen gefehlt? Oh ja. Oh mein Gott, das tut mir ja so leid. Mr. Catlett. Bitte nennen Sie mich Sherm. Und Sie sind... Betsy, warten Sie, ich helfe Ihnen. Das war alles meine Schuld. Nein, das war... Ist schon gut, danke. Vielen Dank. Sherm. Aber gern, Betsy. Also... Setzen Sie sich. Nein, auf die andere Seite. Das ist Ihr Büro. Ja, richtig. Und, wie war ich? Tja, zunächst einmal, niemand nennt Sie Sherm. Oh. Mr. Catlett? Pearl. Guten Morgen. Guten Morgen. Verzeihen Sie die Verspätung, aber meine Katze ist krank und der Luftbefeuchter ist kaputt gegangen. Ist schon gut, Pearl. Ich konnte Ihnen aber das hier noch besorgen. Oh, Pearl, das ist ja so reizend. Willkommen zurück, Mr. Catlett. Oh, bitte nennen Sie mich... Mr. Catlett. Ich sagte doch Mr. Catlett. Und das tun Sie auch weiterhin, ist das klar? Oh, schnurlos. Gefällt es Ihnen? Ja, sehr elegant, aber ist der Empfang bei Schnurgeräten nicht besser? Pearl, kauen Sie Kaugummi? Weil ich mir doch das Rauchen abgewöhne. Hätten Sie noch einen für mich? Der ist nicht schlecht. Das wär's für jetzt, Pearl. Und den Arsch zu spielen ist ganz schön anstrengend. Ich weiß nicht, ob ich das durchhalte. Wenn wir den Informanten finden wollen, müssen Ihre Mitarbeiter glauben, dass Sie derselbe sind wie früher. Ich will aber nicht dieser Kerl sein. Cameron, was ist, wenn ich der ganzen Abteilung Kuchen spendiere? Würden die mich dann mehr mögen, wenn ich das täte? Cat,
Sherm, jemand versucht, sie umzubringen. Darum geht es mir ja. Ich meine, wenn ich von jetzt an wirklich nett zu allen bin, wollen sie mich vielleicht nicht mehr umbringen. Sie haben ein Meeting in 20 Minuten. Das müssen sie allein hinter sich bringen und die anderen davon überzeugen, dass sie dem Schwein, das die drei verraten hat und sie umbringen wollte, dicht auf den Fersen sind. Und wie wär's mit ein paar Keksen? Versuch du mal, mit ihm zusammen zu wohnen. Das hältst du ja im Kopf nicht aus. Also, ich habe mal darüber nachgedacht, wie es wäre, wenn ich mein Gedächtnis verlieren würde. Und sich dadurch meine Persönlichkeit ändert. Mach mir keine Hoffnung, Frankie. Das war ein guter Schuss, Cole. Du hast die Rücklichter aus 25 Metern getroffen. Wenn ich nicht so beschäftigt gewesen wäre, Kettler zu schützen, hätte ich ihn geschnappt. Na schön. Hoffen wir, dass es ausreicht, um eine Übereinstimmung zu finden. Und los geht's. Volltreffer. Wir brauchen eine Sondereinheit, um diese Typen aufzuspüren. Welche Spezialisten für terroristische Aktivitäten haben wir noch? Ich würde Roberts vorschlagen. Sherman, was meinen Sie? Ganz Ihrer Meinung, Robert. Für sowas ist er genau der richtige Mann. Sie meinen Virginia Roberts? Ja, natürlich meine ich die. Es ist noch Gebäck da, falls jemand möchte. Betsy, machen Sie mir einen Termin mit Roberts. Sherman, berichten Sie uns vom Stand Ihrer Ermittlungen. Ich kann sagen, dass ich Fortschritte gemacht habe. Große Fortschritte. Es ist nur leider so, dass durch meinen Unfall befindet sich der größte Teil meines Berichts noch hier oben und ich habe ihn noch nicht eingeben können in meinen Computer? Ich weiß, wie das Ding heißt, Jim. Ich heiße Bill. Sir, offensichtlich ist Agent Catlett nicht in der Verfassung, die Ermittlung effektiv durchzuführen. Ich ersuche Sie mit Nachdruck, mir den Fall zu übergeben. Offen gesagt, Bill, geht es mir hervorragend. Und meine Fortschritte in diesem Fall sind ausgezeichnet. Sie können uns nicht das Geringste über diesen Fall sagen. Ich kann Ihnen nur sagen, dass ich eingrenzen konnte, dass jemand aus dieser Abteilung die drei Männer verraten hat. Das sind schwere Anschuldigungen. Haben Sie einen Verdächtigen? Die Hinweise verdichten sich und ich glaube, wir können den Haftbefehl innerhalb der nächsten 2 Tage ausstellen. Und was machen Ihre Fortschritte, Bill? Wir nehmen also die Besitzer der schwarzen 96er LHS und vergleichen sie mit den Verbrecherdatenbanken. Aha, Dennis Robson. 10 Jahre Haft wegen Einbruchs, vor 4 Monaten entlassen. Nick Rocco. 2 Jahre wegen unerlaubten Waffenbesitzes. Oh, wen haben wir denn da? Meinen alten Kumpel Stanley McGiles. Stanley ist ein Freund von dir? Aber ja. Vor 8 Jahren nahm ich ihn wegen Entführung eines Militär-LKWs fest. Ich statte ihm mal einen kleinen Besuch ab. Versuch du, die anderen Früchtchen zu finden. Ist ja gut, gib auf! Hier
sehen wir Stanley McGiles mit Eddie Teller. Und wer ist das? Teller war ein Drogenkurier, dem Fernandez auf den Fersen war. Bevor Fernandez der dritte Fallen Eagle wurde. Ja, Cole hier? Ja, ich habe McGiles verhaftet. Warum? Wann? Also, was ist hier passiert, Walker? Sie haben den Gefangenen hergebracht. Ich nahm seine Daten auf und sperrte ihn ein. Dann hatte ich Pause und Jenks übernahm für mich. Das heißt, der Mann wurde unbeaufsichtigt gelassen. Ständige Beobachtung war nicht angeordnet. Liegen irgendwelche Anzeichen ungewöhnlichen Verhaltens vor? Wahrscheinlich war der Typ ein Junkie. Er muss sich mit Crack vollgepumpt haben, bevor sie ihn herbrachten. Unmöglich. Er war nicht drogenabhängig. Was soll's? Er ist nur noch ein totes Stück Abschaum. Ist Ihnen eigentlich klar, wer ich bin? Sie sind Ihre Uniform innerhalb einer Sekunde los, wenn ich es will. Solange wir keine Erklärung hierfür haben, mache ich Sie persönlich für den Tod des Mannes verantwortlich. Ja, aber... Holen Sie den Gerichtsmediziner Walker und sagen Sie ihm, dass wir schnellstens eine Autopsie wollen. Na los! Ja, Sir. Mein Gott, was ist dem armen Kerl bloß passiert? Schön. Fühlen Sie sich wohl? Ich habe die Aufzeichnungen überprüft. Der letzte Besucher war Leach. Für wen halten Sie sich eigentlich? Sie platzen hier rein und beschuldigen mich... Mit Ihrer Zugangskarte wurde die Zelle geöffnet. Niemand hatte meine Zugangskarte außer mir. War das alles? Ja, Sie nehmen zuerst das Gewicht von Ihrem linken Fuß. Okay, etwa so? Perfekt. Okay. Dann lassen Sie Ihren rechten Arm nach hinten rechts schwingen. Mhm. Bringen die Kugel dicht an den Boden. Ja. Und während Sie loslassen, drehen Sie Ihren Arm einfach so. Autsch. Ist alles klar? Ja, ja, natürlich. Jedenfalls ist das der richtige Ansatz für den Strike. Wissen Sie, die wahre Kunst des Bowlings lehrt Sie sehr viel mehr als nur den Umgang mit einer Bowlingkugel. Sie lehrt uns darüber hinaus, wie wir mit allem umgehen, was wir anfassen. Vielleicht können Sie mir das mal beibringen. Sagen Sie mir nur wann und wo und ich bin da. Betsy, ich fühle mich nicht wohl. Ich lege mich für ein paar Minuten hin. Ich weiß nicht, was zurzeit mit ihm los ist. Er hat sich auf einmal so verändert. Also dem vorläufigen Autopsiebericht zufolge wurde flüssiges Cyanid in McGiles Hals injiziert. Moment mal. Insulinnadeln. Was? Leach ist Diabetiker. Ich konnte sehen, dass er Insulinspritzen hat. Hältst du ihn für verdächtig? Na hör mal, so wie er sich vorhin verhalten hat. Ich störe doch hoffentlich nicht, oder? Nein, nein, kommen Sie rein. Ich will ja keine voreiligen Schlüsse ziehen, aber... Was wollen Sie sagen? Halten Sie Leach für verdächtig in diesem Fall? Möglicherweise, wieso? Betsy hat mir gesagt, dass er den ganzen Tag in seinem Büro war. Tja, mal sehen, was Frankie hat. Ja? Kannst du uns schon etwas wegen der Reifen sagen? Ja, McGiles Reifenspuren passen definitiv nicht zu dem Wagen, der Catlett angefahren hat. Deswegen habe ich mir von jemandem aus der Fahrbereitschaft die Abdrücke von allen Reifen der hier beschäftigten FBI-Agenten besorgen lassen. Hast du damit schon was anfangen können? Warte kurz, es läuft immer noch durch den Rechner. Hey, wir haben eine Übereinstimmung. Ich glaub's nicht und ihr werdet's mir auch nicht glauben wollen. Es ist Philip Leach. Mr. Leach wünscht ausdrücklich, nicht gestört zu werden. Tun Sie's trotzdem. Mr. Leach? Mr. Leach? Haben Sie den Schlüssel? Ich glaube nicht, dass Sie hier einfach so... Schließen Sie uns bitte die Tür auf. Vorsichtig. Lassen Sie uns mal durch. Treten Sie mal zur Seite. Geht's? Also Leach stirbt und der Fall mit ihm? Was meinst du? Ich rufe den Gerichtsmediziner. Der arme Kerl. Er muss sich unter Druck gesetzt gefühlt haben. Er hat wohl gewusst, dass wir ihm auf der Spur sind und keinen anderen Ausweg mehr gesehen. Warum hast du so
passieren. Betsy, ich muss Ihnen ein paar Fragen stellen. Sind Sie dazu bereit? Ich denke schon. Nachdem ich mit Leach gesprochen hatte, hat er danach nochmal sein Büro verlassen? Nein, er sagte, er fühle sich nicht wohl und wollte sich ein Weilchen hinlegen. Das kann ich bestätigen. Ist sonst noch jemand nach mir bei ihm gewesen? Nein, nicht bis Sie zurückgekommen sind. Ich bringe Sie von hier weg. Agent Cole, ich war immer der Meinung, dass mit Leach etwas nicht stimmt. Wollten Sie aus diesem Grund den Fall an sich ziehen? Fernandez und ich waren Partner. Ich will nur, dass das Dreckschwein, das ihn verraten hat, dafür bezahlt. Und das ist jetzt wohl geschehen. Ich hätte nie geglaubt, dass er sowas tun würde. Wenn ich das bloß geahnt hätte, dann... Nein, nein, das hätte sie das Leben kosten können. Leach war ein sehr gefährlicher Mann, Betsy. Das trifft mich einfach so unerwartet. Ja, manchmal glaubt man jemanden zu kennen und kennt ihn dann doch nicht. Ja, so wie Sie. Wieso ich? Ich dachte, ich hätte Sie völlig durchschaut, Sherman, aber Sie sind gar nicht so, wie ich immer dachte. Naja, wenn man so wie ich dem Tod ins Auge sieht, verändert das einen Menschen, Betsy. Diese Veränderung gefällt mir. Meinen Sie, wir beide könnten irgendwann etwas Netteres zusammen machen als das hier? Ja, das wäre sehr schön. Ja. Mit einer Frau wie Betsy geht man doch nicht zum Bowling. Hör mal, ich finde das nett. Oh Mann. Wäre ich an seiner Stelle, gäbe es ein romantisches italienisches Essen mit Rotwein, Blumen, vielleicht ein bisschen Caruso. Das versteht eine Frau. Und läuft davon. Der vorläufige Autopsiebericht zu Leach. Eine Insulinüberdosis. In den Schenkel injiziert, Moment mal. Er hatte auch eine hohe Dosis Beruhigungsmittel in seinem Blut. Er hat sich also erst ruhig gestellt, bevor er sich auf Eis gelegt hat? Wäre möglich. Cole, in seinem Schreibtisch wurde eine Flasche Cyanid gefunden. Seine Zugangskarte wurde benutzt, um McGiles zu erledigen. Die Reifenspuren sind von Leach. Jeder Anruf ist über sein Büro gelaufen. Alles deutet allein auf ihn. Das ist ja das Problem. Leach war Experte für kriminelles Verhalten. Er hätte nie solche Fehler gemacht. Hallo. Hallo. Stehen Sie immer draußen, wenn Sie auf Ihre Verabredung warten? Ich wollte nur sicher gehen, dass Sie es auch finden. Ich habe nämlich selbst Schwierigkeiten, meine Wohnung zu finden. Ach, Betsy, können wir mal kurz miteinander reden? Na klar. Was gibt's? Abgeschlossen. Betsy müsste den Schlüssel haben. Cole? Versuchen wir es. Ich kann mich an nichts mehr aus meiner Vergangenheit erinnern. Oh, das muss sehr schlimm sein. Nein, ich bin offen gesagt sogar sehr glücklich darüber. Ich möchte nicht der Mann sein, der ich nach Aussage aller war. Ich bin ein neuer Mensch. Und das ist ein neues Leben. Kaugummi? Habe ich etwa... Nein. Gewöhnen Sie sich das Rauchen in Ihrer Freizeit ab. Hä? Huh? Was? Nein, nichts. Es tut mir leid. Lass uns gehen. Ich kann den ersten Wurf kaum erwarten. Thank you.
Catlett. Das wird heute dein letztes Spiel. Steig ein, du fährst. Catlett muss also auf Betsy gestoßen sein. Sie findet es raus und will ihn umbringen. Sie benutzt den Wagen von Leech in der Hoffnung, ihm den Mord an Catlett anzuhängen. Sie holt sich McGiles, als das fehlschlägt. Und als du McGiles findest, bringt sie ihn um, bevor er reden kann. Was hältst du davon? Klingt plausibel. Catlett geht nicht dran. Du weißt aber doch noch, wie man Auto fährt, oder? Ich erinnere mich an sie. Sie wollten mich umbringen. Du erinnerst dich wieder. Dein Arzt wäre stolz auf dich. Sie waren auf die Informantin, was? Sie waren es, die mich neulich anrief und mir sagte, dass sie die Beweise hätten, um den Fall zu klären. Es war nur eine Falle, um mich auf den Parkplatz zu locken. Wenn du die Hinweise verstanden hättest, die ich dir geliefert habe, säße Leech im Knast und du wärst nicht hier. Früher oder später wäre ich dahinter gestiegen. Wie es aussieht, wäre es eher später gewesen. Er geht nicht ran. Und sein Handy müsste eingeschaltet sein, um ihn orten zu können. Jetzt überhol schon diesen Clown vor uns. Vorsicht, du Idiot! Wir hätten beide draufgehen können. Ja, das mag dir vielleicht egal sein. Ich hab sie. Sie sind ganz in unserer Nähe. Warum waren Sie so sicher, dass ich mit Ihnen ausgehen würde? Es war nicht zu übersehen, dass du verliebt warst. Wohin fahren wir? Magst du das Wasser? Nicht besonders. Wie schade. Denn du wirst einen kleinen Ausflug mit meinem Motorboot unternehmen. Sie fahren mit mir ans Wasser, um mich dort zu erschießen? Hör zu, ich habe sehr viel Geld dafür bekommen, diese Agents auszuschalten. Und ich will weder mein Penthouse in Buenos Aires noch mein Geld mit dir teilen. Also ist das doch die sauberste Lösung, oder findest du nicht? Verdammt! Fahr rechts rein! Na toll. Was wollen Sie jetzt tun? Dich erschießen, wenn du nicht die Klappe hältst. Wie zum Henker sollen wir die beiden jetzt finden? Versuchen wir es mit dem Infrarotsender der Sonne. Gut, du erreichst mich über Kopfhörer. Gib mir Bescheid, wenn du sie geortet hast. Okay, Cole, ich hab sie. Sie sind knapp 20 Meter vor dir. Also, mein Motorboot liegt am Pier. Wenn ich laufe... Das schaffen Sie nicht. Richtig, nicht mit dir. Betsy, hören Sie auf mich. Sie brauchen eine Geisel. Wenn Sie das clever anstellen wollen, müssen Sie mich mitnehmen. Das Entscheidende bei einer Geisel ist, dass den Leuten auch was an ihr liegt. Wieso hat das so lange gedauert? Runter von mir!
Erschießen Sie sie! Naja, nicht gleich tot. Sie, Catlett, sind Sie uns dafür nicht etwas schuldig? Schuldig? Wofür denn? Sermon! Schön, dass Sie wieder bei uns sind. Holen Sie mich endlich hier raus! Da wäre die schlichte Schwarze, auf die mein Onkel Jack schwört, aber der ist auch Taxifahrer. Streifen geben eine kühne Note und sie behalten das Staatsmännische bei, aber mein Favorit ist die gepunktete. Durch sie wirken sie exotisch und furchtlos und dennoch nicht wie ein Klassenclown. Geben Sie mir einfach die Schwarze. Hier, ich habe Ihnen auch eine von meinem Neffen zum Anstecken mitgebracht. Nicht nötig. Kauen Sie Kaugummi? Ich gebe doch das Rauchen auf und habe ihn deshalb genommen. Ja, ich erinnere mich. Weg damit. Falls Sie mich brauchen, ich sitze draußen mit einem Sargnagel zwischen meinen Lippen festgeklemmt. Oh, hallo, Detective. Hi. Na, hallo. Großer Abend heute, was, Catlett? Ja, das können Sie laut sagen. Seit ich diesen schweren Fall gelöst habe, fühle ich mich wie ein neuer Mensch. Sie hatten auch etwas Hilfe dabei. Ja, das schon. Aber alle klopfen heute mir auf die Schulter und ich bin zum Essen ins Rathaus eingeladen. Der stellvertretende FBI-Direktor kommt auch. Er kommt extra aus Washington, nur um Sie kennenzulernen? Naja, er war in der Stadt zu Leachs Beerdigung und, Hey, denken Sie, er bietet mir Leachs Posten an? Sein Büro würde mir gefallen, die Aussicht dort ist viel besser. Und? Wie sehe ich aus? Wie ein Kellner. Sie sind neidisch, aber das ist in Ordnung. Ich wäre auch neidisch, wenn jemand, den ich kenne, den Fall des Jahrhunderts gelöst hätte. Wissen Sie, man sollte meinen, nach allem, was wir für Sie getan haben... Ach, herrje. Mr. Catlett! Das tut mir ja so leid. Oh. Catlett, ist alles klar? Nennen Sie mich Sherm. Bitte. Oh. Kleiner Scherz. Also dann.